Das Krankenhaus Sacco ist mittendrin im italienischen Hotspot Mailand. Schon wieder. Für eine Stunde lassen sie uns dennoch herein. Die Ärzte und Pfleger hier spüren sie bereits deutlich, die zweite Welle, während die Bilder aus ihrem Krankenhaus aus dem März und April noch allzu präsent sind. Von Ärzten am Limit, von Menschen, die in der überfüllten Intensivstation um ihr Leben kämpfen, von den unzähligen Särgen. Mehr als 36.000 Menschen sind in Italien durch oder mit Covid-19 gestorben. Nun werden hier schon wieder die Intensivbetten knapp. Ja, ziemlich viel Angst habe ich, mehr als im Frühjahr. Wir haben das im Frühjahr erlebt und haben Angst, dass es wieder so kommt. Mit Gewalt, denn es war gewaltig. Und es scheint, als würde es auch jetzt gewaltig werden. Das ist für uns psychologisch schwer, sehr schwer. Vorbereitungen für die Versorgung eines Covid-Patienten. Noch ist die Lage beherrschbar am Krankenhaus Sacco. Doch der Chefarzt weiß, die aktuellen Zahlen verheißen nichts Gutes. Mehr als 11.700 Neuinfektionen waren es gestern. Und wieder ist es die Lombardei mit der Großstadt Mailand, die am härtesten betroffen ist. Wir können einen weiteren Anstieg nicht verkraften. Wir sind jetzt schon am Limit. Wir haben 40 Patienten in der Notaufnahme, die ein Bett brauchen. Wir schließen die anderen Abteilungen, um für sie Platz zu machen. Aber wir müssen auch andere Patienten mit Infarkten und anderem aufnehmen. Es ist ja nicht so, als könnten wir sie in den Urlaub schicken, weil es Covid-19 gibt. Der Chefarzt zeigt uns seine selbstgedrehten Aufnahmen aus dem April, als er und seine Angestellten im Dauereinsatz waren. Einer seiner Patienten damals war sein Mitarbeiter Alain Velasquez, Krankenpfleger, 50 Jahre alt. Er hat beides erlebt, den schweren Verlauf der Krankheit und den schweren Alltag eines Pflegers. Als ich mit Atemnot hier eingeliefert wurde, habe ich einen Freund angerufen und gesagt, kümmere du dich um meine Sachen, denn ich weiß nicht, ob ich es schaffe, hier wieder rauszukommen. Sage allen Bescheid. Zwar sagen die Ärzte, ich bin immer noch immun, Gott sei Dank. Aber ich schütze mich trotzdem mit allem, was möglich ist. Denn ich traue der Sache nicht. Nach allem, was wir hier erlebt haben. Es war eine der wenigen guten Nachrichten im Frühjahr für den Chefarzt, dass sein Mitarbeiter gerettet werden konnte. Für Menschen, die das Virus herunterspielen, hat er kein Verständnis. Zu behaupten, dass Covid nur die Alten trifft, ist Blödsinn. Wir haben das Beispiel von Alain hier. Der erste Patient in Italien war in den 30ern, ein Marathonläufer. Und er überlebte nur durch ein Wunder nach 22 Tagen in der Intensivstation. Die italienische Regierung hat die Corona-Maßnahmen vor ein paar Tagen nochmals verschärft. Landesweit gilt jetzt eine Sperrstunde ab Mitternacht. Nicht mehr als 6 Leute dürfen sich gemeinsam treffen. Ob das reicht, um die zweite Welle abzufedern? Die Krankenhausmitarbeiter in Mailand sind skeptisch. Aber sie haben Hoffnung, dass ihnen ein wochenlanges Drama wie im Frühjahr diesmal noch irgendwie erspart bleibt.